Herzlich willkommen zum ersten digitalen Weihnachtsgottesdienst der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Karben. In diesen Zeiten der Pandemie müssen viele Menschen zu Hause bleiben, um andere und sich zu schützen. Darum heute diese digitale Form mit Ihrem Pfarrteam und Musikerinnen und Musiker aus Karben. So feiern wir diesen Weihnachtsgottesdienst im Namen Gottes, des himmlischen Vaters, Jesu Christi und des Heiligen Geistes. Amen. Gott verbindet uns im Gebet, auch wenn wir nicht zusammen sind. Guter Gott, unsere ganze Sehnsucht bringen wir in dieser Nacht zu dir. Wir sehnen uns nach dem Weihnachten, das wir kennen und lieben. Aber wir müssen anders feiern, uns weniger in den Arm nehmen, Abstand halten. Gott, unsere ganze Angst bringen wir in dieser Nacht zu dir. Was wird uns noch erwarten? Wie schlimm wird es noch werden? Die Dunkelheit bedrängt uns gerade so, dass wir manchmal darin zu verschwinden drohen. Gott, unsere ganze Hoffnung bringen wir in dieser Nacht zu dir. Wir legen sie in die Krippe, zu dem gebrechlichen Kind, das in diese Welt voller Sehnsucht und Dunkelheit gekommen ist, zu uns, um uns zu sagen, fürchtet euch nicht. Lass uns die Hoffnung dieses Kindes heute erleben, richtig und echt, auf dass sie uns trage und begleite bei allem, was vor uns liegen mag. Amen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weib, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem, und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von dem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Musik.
Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war. Waren Sie schon mal in Bethlehem? Diese Stadt, die heute ein Schmelztiegel ist aus Islam, Judentum und Christentum, lebt wirtschaftlich vor allem von den vielen Touristen und Pilgern, die Jahr für Jahr nicht nur in der Weihnachtszeit in diese Stadt strömen, um dem Geschehen von vor 2020 Jahren auf ganz besondere Weise nahe zu sein. Warum gilt eigentlich gerade Bethlehem als Geburtsort Jesu? Das verdankt sie, wie der Text selber sagt, der tiefen Verwurzelung des christlichen Glaubens im Judentum. Aus Bethlehem stammte König David, der große, gepriesene Herrscher aus vergangener Zeit, einer Zeit, die so als goldenes Zeitalter gilt. Für die ersten Christen war es wichtig, dass Jesus aus Bethlehem kommen musste, dass er ein Nachkomme Davids war. Denn das hatten die Propheten vorausgesagt. So wie sich letztlich ganz viele Erzählungen aus dem Leben Jesu auf prophetische Weissagungen beziehen. Sie zeigen, wie sich damals die Entstehung des Christentums der jüdischen Messias-Erwartung verdankte. Die prophetischen Hinweise schufen eine Stimmung der Erwartung, eine Sehnsucht nach dem Retter, dem Messias, ohne die das Christentum gar nicht möglich gewesen wäre. Zwei Aspekte machen mir diese Benennung Bethlehems an dieser Stelle deutlich. Das eine ist die tiefe Verwurzelung und Verbundenheit unseres christlichen Glaubens mit dem Judentum, die sich gerade auch hier in der Weihnachtsgeschichte deutlich zeigt und die uns immer wieder dazu anregt, in einen spannenden Austausch mit den jüdischen Schwestern und Brüdern im Glauben zu treten. Der andere Aspekt ist die Frage, wo ist mein persönlicher Glaube eigentlich verwurzelt? Wo hat mein Glaube seine Wurzeln? Gerade das Weihnachtsfest, unsere Freude daran, unsere Sehnsucht nach diesem Fest, dass es doch bitte möglichst im Rahmen der Familie stattfinden kann, so wie immer. Das zeigt mir, wie stark mein Glaube oft in Kindertagen geprägt wurde. Wie sehr ich dann aber auch darauf angewiesen bin, dass der Glaube sich weiterentwickelt, in jeder Situation meines Lebens wieder aufs Neue. Dass ich nicht irgendwann aus ihm herauswachse, wie aus zu klein gewordenen Kleidungsstücken oder ihn abtue wie den Glauben an den Weihnachtsmann.
Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. So heißt es fast am Ende der Weihnachtsgeschichte im Lukasevangelium. Als Kind habe ich mich immer gefragt, welche Worte meint Maria eigentlich und wie können Worte einen Menschen im Herzen bewegen? So sehr ich mir Mühe gegeben habe, ich kam einfach nicht dahinter. Schließlich wird in der Weihnachtsgeschichte nicht erzählt, was die Hirten sagten, stand doch da nur, da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Später habe ich mir vorgestellt, wie die Hirten mitten in der Nacht in den Stall stürmten, voller Neugierde und Erwartung. Ich sah sie vor mir, wie die einen ganz nah bei dem Kind niederknieten, andere blieben ein wenig weiter weg, ehrfürchtig stehen. Ich hörte, wie sie leise und staunend sagten, ui und oh und wie winzig und wie schön, wie goldig und schau, es schläft ganz friedlich. Und dann sah und hörte ich, wie einer der Hirten dem Vater und ein anderer der Mutter zum Kind gratulierten. Dann wurde es für Augenblicke mucksmäuschenstill. Aber in der Stille hörte ich die Gedankenfetzen der Hirten, hörte ich ihre Verwirrung. Sie stammelten nach, was die Engel ihnen gesagt hatten. Ehre, Gott, Frieden, Frieden auf Erden, Wohlgefallen. Und so selig ihnen diese Worte durch den Kopf gingen, passten sie so gar nicht zu ihrem rauen Leben auf den Feldern. Und sie passten auch nicht zu dem Dreck und der Kälte im Stall. Aber in der Gegenwart des Kindes wurde aus den gestammelten Worten ein Traum. Der Traum vom warmen, weichen und friedlichen Leben. Noch nicht greifbar, aber schon da. Denn gerade war der Heiland geboren. Und dann hörte ich, wie sie beim Hinausschleichen aus dem Stall in die Nacht hinein ins schlafende Bethlehem erst flüsterten, dann riefen und zuletzt schrien: Wir haben das neue Leben gesehen, den Heiland, den Himmel, Gott. Sie kriegten sich gar nicht mehr ein und riefen Frieden und all die anderen wunderbaren Sachen, die das Leben gut machen. Maria hörte das Wortgewirr, vor allem aber hörte sie die verwirrte Verzückung, die so Hirten unüblich ist. Und das behielt sich Maria in ihrem Kopf und in ihrer Seele. Und damit begann ihr Herz bis zum Hals zu schlagen, so sehr, dass sie trotz ihrer Erschöpfung in eine große innere und dann später in eine äußere Bewegung geriet. Wie kann ein Ui und ein O, wie können staunende Wortfetzen, wie können unsortierte Gedanken und Worte, die gewiss aufs tiefste im Seelengrunde kommen, aber dennoch zugleich ganz wirr klingen, einen Menschen so tief bewegen? Heute, nachdem ich Jahr um Jahr versucht habe, so endlos viel vernünftige Sachen zu sagen, nachdem ich versucht habe, mich klar und deutlich auszudrücken, nachdem ich versucht habe, mich an geltende Rhetorik zu halten und wohl überlegt zu sein, heute würde ich sagen, es sind diese staunenden Uis, dieses Stammeln vom Frieden und Erlösung, dieses verzückte Lallen, was wirklich bewegt. Heute bewegen mich Menschen, die vom Leben überwältigt sind. Sie reißen sie mich mit, sie lassen mich nicht kalt. Sie versetzen mich in Bewegung und bringen mich zum Zupacken, damit das Leben, das Gott uns geschenkt hat, lebenswert wird. Ja, es waren immer die Hirten, die mich bewegt haben. Diese bösen, rauen, kaltschnäuzigen Kerle, diese naiven und ungebildeten Menschen. Es waren die Hirten, die in jener heiligen Nacht auf einmal ganz sanft wurden und an der Krippe staunen konnten,
Frieden stammelten und von Ehre sprachen und die Gott lobten wie kleine Kinder. Das bewegt überhaupt nicht nur Maria und mich. Jedenfalls hoffe ich das alle Jahre wieder, damit das Leben wie Weihnachten zu einem Freudenfest wird. Amen. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über diese Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. So haben wir es gerade eben in der Weihnachtsgeschichte gehört. Merkwürdig, im doppelten Sinne des Wortes. Zum einen scheint es hier eine Kehrtwende zu geben. Was, diese rauen Burschen, die Tag und Nacht auf dem Feld verbringen, und wenn sie dann mal im Ort sind, in manche Schlägerei im Wirtshaus verwickelt sind, und die sollen nun wie die Engel die gute Nachricht verbreiten, dass in Bethlehem der Messias geboren ist? Nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und zum anderen ist diese Mitteilung so wichtig, so würdig, dass in der Bibel aufgeschrieben wird, damit alle Menschen sie sich merken. Kehrtwende und würdig sich zu merken. Das sind die zwei Stichworte, die mich bewegen und meine Gedanken an dieser Stelle, daran möchte ich Sie gerne daran teilhaben lassen. Kehrtwende. In den letzten Wochen hatte ich immer wieder das Gefühl, hin und her gerissen zu sein zwischen Sprachlosigkeit und Wut, die ich am liebsten rausschreien möchte. Natürlich sind da die Einschränkungen, mit denen wir klarkommen müssen. Aber auf der anderen Seite die Schwerkranken auf den Intensivstationen, die hohe Anzahl der Toten durch Corona, die mich täglich darüber nachdenken lassen, wie ich meinen nächsten Tag gestalten soll. Mit wem muss ich mich unbedingt treffen? Und mit wem will ich mich treffen, weil es mir und meiner Seele gut tut? Welche Erledigungen sind notwendig? Aber auch, wo könnte ich mich infizieren, wenn ich rausgehe?
und wer braucht meine Hilfe? Aber da ist noch so viel mehr. Die Sorge um Existenzen und Arbeitsplätze von Conti in Karben bis hin zum Flughafen oder Gastronomie und den Bereich der Kulturschaffenden. Da ist die Sorge um die angeheizte Natur, die im Taunus die Bäume sterben lässt. Und da ist die Sorge, wie den Menschen in anderen Teilen der Erde geholfen werden kann, die nicht mehr ein- noch auswissen und darum nach Europa fliehen. Sprachlos und wütend gleichzeitig waren bestimmt auch die Hirten, weil sie auf der einen Seite Wolle, Fleisch und Milch für die Menschen produzierten, aber auf der anderen Seite immer wieder an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden. Und dann diese Kehrtwende. Erst haben sie sich mitten in der Nacht erschreckt, doch dann haben sie ihre Häupter erhoben und es ging ein Ruck durch sie. Erst die Erscheinung von Engeln, die alles in ein anderes Licht getaucht haben. Und dann spürten sie, wie sich etwas Grundlegendes geändert hat. Da wird gerade ein Kind geboren und von ihm wird eine himmlische, eine göttliche Kraft ausgehen, die diese Erde zum Guten verwandeln wird. Die Sprachlosigkeit oder Wut der Hirten verwandelte sich so, dass diese eher wortkargen Gesellen anfingen, freudig zu plaudern und gute und freimachende Worte an alle verteilten, denen sie begegneten. Das hätte ich nicht gedacht, dass die so eine Rede halten. Und das war überzeugend. Das können die doch sonst nicht so, wird manch einer gedacht haben. Würdig, um es sich zu merken. Es war eine so grundlegende Wende, dass es unbedingt für die Nachwelt in der Bibel festgehalten werden musste. Wird dadurch auch unsere Wut und unsere Sprachlosigkeit sich verwandeln? Das hoffe ich, auch wenn ich weiß, dass es uns nicht immer gelingen wird. Heute feiern wir Weihnachten. Wir glauben, dass Gott in Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, um uns gerade dabei zu helfen, Wut und Sprachlosigkeit so zu verwandeln, dass daraus eine neue Perspektive, eine neue berechtigte Hoffnung wird und Arbeitsplätze Sicherheit finden, die Pandemie ihren Schrecken verliert und Gewalttätigen die Fäuste lahm werden. Und es geht ein Ruck durch die Bevölkerung für die Natur und das Klima, dass es gerettet wird. Werden wir zu Hirten, die eine Kehrtwende mitmachen und merkwürdige Dinge verbreiten? Kopf hoch, erhebt eure Häupter. Von einem Kind kommt die Rettung. Es hat bereits angefangen. Frohe Weihnachten. Amen.
wir beten und halten Fürbitte. Gott, der du in Jesus Christus an Weihnachten Mensch wurdest, das ist merkwürdig. Würdig, um es sich zu merken, Wut verwandelt sich in gute Energie und Sprachlosigkeit findet neue Worte. So bitten wir dich für alle, die darum kämpfen, nicht ins Aus gedrängt zu werden. Kinder und Frauen, die unter der Gewalt von Männern leiden. Menschen, die ihre Heimat wegen Krieg oder Hungersnot verlassen müssen. Männer und Frauen, die um ihre Existenz kämpfen. Und Bäume und Insekten, auch wir Menschen brauchen es, dass sie überleben. Segne sie alle, damit ihre Anstrengungen mit unserer Hilfe zum Erfolg führen. Herr, erhöre uns. Ich bitte dich für einen Frieden zwischen den Religionen, dass wir immer wieder friedlich aufeinander zugehen, voneinander lernen und miteinander leben. Herr, erhöre uns. Mein Gott, ich bitte für unsere Tage, um das, was diese Nacht zur heiligen Nacht macht. Ich bitte dich um Engel, die vom Frieden reden und ihn machen. Ich bitte dich um raue Kerle wie die Hirten, die ganz sanft werden und vor den Kindern dieser Welt niederknien. Ich bitte dich um die Ruhe und Gelassenheit dieser Nacht in mir für das, was da noch kommt. Ich bitte dich um deine Nähe, Tag für Tag. Und alles, was wir noch auf dem Herzen haben, das legen wir in das Gebet, das uns Jesus Christus, das Kind in der Krippe, gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Gott, der Herr, segne uns und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen.